Yo, yo, Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. 100 Euro täglich mit Krypto. Ich zeige euch, wie ich das mache. Deshalb unbedingt dranbleiben. Und bevor es losgeht, Leute, ich habe zu allen Dingen, die ich hier im Clip erwähne, ausführliche Videoclips in meinem YouTube-Channel. Wenn ihr irgendwas entdeckt, was euch tiefergehend interessiert, dann schaut euch das einfach hier an. Wie gesagt, checkt meinen Channel. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Like da lasst. Einmal auf den Like-Button pushen. Jetzt für NFT Crypto Games. Das wäre richtig nice. Ich freue mich immer, wenn ihr den Channel unterstützt. Was ich jetzt ganz am Anfang auch nur ganz kurz erwähne, ist Polka City, weil das ist das Game, wo ich eigentlich schon am längsten investiert bin. Ich habe hier in dem Clip ja jetzt verschiedene Projekte, DeFi-Projekte, GameFi, NFT-Projekte, aber auch noch ein paar Gaming-Projekte. Und Polka City gehört dazu. Hier gibt es noch passives Einkommen durch mein Gaming, NFT, durch mein Motorbike. 70 Polk in der Woche, das sind 4 Euro, also 16 Euro im Monat quasi. Ich habe ja hier schon mal richtig krasse Gewinne gemacht. Check die anderen Clips in meinem Channel. Das Ding läuft schon so lange, ROI auch schon so lange erreicht. Deshalb, das reicht auch hier ganz kurz zu erwähnen. Das, was ja jetzt rumkommt, wie gesagt, die 4 Euro der Woche in der Woche, nehme ich gerne mit. Und es gibt aber jetzt noch viel interessantere Dinge. So, und wir haben noch das Spring Game. Das Spring Game habe ich bereits in einem Clip ausführlich vorgestellt hier in meinem Channel. Wer neu dabei ist, unbedingt den Clip auschecken. Der Coin ist mittlerweile bei hier 2,86 Dollar. Gerade ein neues All-Time-High war da bei 2,94. Und jetzt verkaufe ich mal wieder ein paar Coins. Ich habe hier die Dapp schon geöffnet und ich habe hier einen Fair Seed bekommen. Wir gehen jetzt hier in meine Collection rein. Also ich mache 6,51 Coins am Tag. Das schauen wir uns kurz an. 6,51 Coins am Tag mal 2,86 Dollar. Also der Kurs jetzt momentan, das sind dann 18 Dollar am Tag. Und jetzt gerade kann ich claimen, momentan sind es 12. So, die claim ich auch direkt. Das heißt, ich muss jetzt hier genau meinen Baum noch öffnen, dann Claim Rewards und so bekomme ich die 12,42 SPR oder SPR Tokens, Leute, 2,86, ja, mal 12, rechnen wir uns das auch noch aus. Das sind natürlich Dollarpreise, aber 2,86 mal, jetzt machen wir es ganz grob, mal 12, ja, 35 Dollar beziehungsweise 34,32, die ich jetzt gerade claime. Mittlerweile müsste der Claim auch schon durchgeführt sein. Genau, und wir sehen hier die 12,42 SPR sind jetzt am Start. Ich swap die auch direkt. Ich swap die jetzt in BUSD beziehungsweise in BNB. Genau, ich swap mir die in BNB, 0,14 BNB. Nur noch mal zum Check. Es sind 35 BUSD, genau 35,65. Slippage lasse ich, da ist eine Sale Tax drauf. Also, aber ich möchte BNB haben, also swap, confirm. So, jetzt genau warten wir noch die Transaktion ab. Die ist auch schon durch und wir sehen hier, die BNB sind dazugekommen. Also sehr nice. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Description. Das Spring Game und auch die Animal Farm, die wir uns jetzt hier als nächstes anschauen. Ich habe auch die Animal Farm ausführlich hier in meinen Clips vorgestellt. Ihr könnt die anderen Clips dazu checken. Es gibt viel Material in meinem Channel. Einfach meinen Channel mal so ein bisschen, ja, nach verschiedenen Clips durchsuchen. Da ist so viel Material am Start. So, die Animal Farm, die besteht natürlich für mich auch aus verschiedenen Teilen. Zum einen ist für mich mein Drip-Account hier am Laufen. Also
Drip ist momentan auch am Steigen. Ihr seht hier, heute tut sich ja einiges so im 7-Tages-Verlauf mal wieder so ein richtiger Anstieg hier zu sehen. Wir sind jetzt bei 7,38 Euro. Ich habe hier gerade 7,5 Drip angesammelt. Also hier sind auch nochmal 60 US-Dollar, die ich jetzt claimen könnte. Ich warte aber momentan noch, weil ich glaube, dass der Kurs noch ein bisschen weiter nach oben geht. Also deshalb sammle ich mir gerade eigentlich hier auch ein paar Drip, weil ich jetzt mal einen Claim machen möchte. Weil ich habe eigentlich noch gar nicht geclaimed. Ich habe immer mal wieder investiert. Ich habe hydrated, ich habe compounded quasi, recompound, reinvestiert. Und so bin ich hier auf meine 120 Drip Deposits gekommen. Das Drip Network habe ich auch ausführlich erklärt in anderen Clips. Checkt auch dazu unbedingt die anderen Clips, wenn ihr euch dafür interessiert. So, und wie gesagt, den Claim könnte man durchführen. Warum sage ich oder warum gehe ich hier auf das Drip Network ein? Weil der Entwickler von Drip, der steckt auch hinter der Animal Farm. Und die Animal Farm hat ja neben Pigpen, Piggy Bank und den Farms, die jetzt bald erst wieder kommen, die sind momentan noch deaktiviert, die kommen bald. Den Drip Garden gibt es noch, darauf möchte ich hinaus. Und im Drip Garden sehen wir, sind jetzt wieder die 379.592 Drip BUSD LP gelockt. Und ja, momentan läuft es hier auch wieder. Momentan hier 17 Dollar, die sich angesammelt haben. Hier werde ich auch bald einen Payout machen. Ich habe hier so eine Kombi-Strategie gefahren. Immer mal wieder ein Payout, immer mal wieder reinvestiert. Und der Contract gibt noch einiges her. Also ich bin auch hier massiv im Plus. Also richtig nice, weil ich eben einfach schon eine Weile drin bin. Und ja, von dem her wirft es immer mal wieder etwas ab, vor allem wenn die Contract Balance dann am Steigen ist, genau. Und solange die am Fallen ist, bin ich eigentlich immer am Reinvestieren. Wenn sie steigt, warte ich eine Zeit lang, so wie jetzt. Und dann, wenn ich hier wieder, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Dollar zusammen habe, dann mache ich ein Payout. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal hier die Zahl und genau 17,25 Dollar. Die halten wir fest und wir switchen jetzt rüber in die Piggy Bank, weil hier habe ich noch was am Laufen. Hier meine Stakes, auch ausführlich erklärt in anderen Clips. Und hier gibt es noch Time Locks, die hier sind alle noch getimelocked momentan. Ihr seht es hier mit Time Remaining, alles Time Remaining. Und das heißt, ich compounde jetzt hier, weil es gibt einen Compound-Bonus für den Time-Lock und der wird gegen Ende hin immer stärker und es läuft ja jetzt auch hier langsam dann aus. Ihr seht hier zum Beispiel sind es nur noch 13 Tage bis zum Ende. So, jetzt habe ich hier den Compound gemacht. Hier im zweiten führe ich auch den Compound durch. Das dauert noch, bis sich das aktualisiert hier oben, bis die Zahlen aktuell sind. So. Genau, Compound Successful. Ihr seht, hier oben hat es jetzt schon geklappt. Der zweite wird gerade durchgeführt. Der dritte Stake, den lasse ich laufen. Ihr seht ja, das ist auch nur ganz wenig. Hier habe ich relativ minimal in Piglets investiert. Für mich war das Problem auch, ich bin ja hier eigentlich groß reingegangen. Also der Kurs sind 63 Dollar. Mein Invest insgesamt, das waren über 2000 Dollar, irgendwas zwischen 2 und 2,5. Ich habe im Pigpen noch was, in der Piggy Bank, wie gesagt, im Drip Garden und in den Pools, da kommt wieder was, wenn das Dog Staking aktiv ist. Aber das ist momentan noch nicht aktiv, inaktiv. So, und das heißt, das lasse ich weiterlaufen, das lohnt sich noch nicht. Das ist ja gerade mal die Gas Fee, kann man sagen. Hier die 10, könnte ich jetzt bald mal was machen, bald mal abheben und die 3 hier, die kann ich jetzt, ja, die lasse ich noch bis morgen laufen. Da compounde ich erst morgen, wenn sich hier etwas mehr angesammelt hat. Aber ihr seht auf jeden Fall hier die Zahlen. Ich aktualisiere mal ganz kurz. Ihr seht auf jeden Fall hier die Zahlen, die haben sich jetzt wieder auf die Zero Balance gebracht und
Ja, jetzt geht wieder das von vorne los. Hier sind es so irgendwie zwischen 25 und 30, die dann täglich zusammenkommen. Ich bin mal gespannt, wie sich der Timelock-Bonus noch auswirkt. Natürlich ist das Ganze auch total abhängig von dem Kurs hier. Ich bin zwischen 180 und 200 so ungefähr eingestiegen und ihr seht, alles ist gedroppt, der Kurs hier natürlich auch. Mal schauen, vielleicht lege ich hier auch irgendwann nochmal nach, wenn ich denke, dass vielleicht ja das Ende des Drops erreicht ist, wenn der Boden da ist, muss ich mal schauen. Aber so gesehen auch nicht schlecht, obwohl der Kurs ja sehr weit gefallen ist. Wird hier noch einiges bei rauskommen, nehme ich an. In 27 Tagen geht es dann los, kann ich hier auscashen. Ich nehme, wie gesagt, an, circa 30 am Tag. Hier wird es auch zwischen 5 und 10 am Tag darauf hinauslaufen und hier unten zusammen addiert wahrscheinlich auch noch mal ein Zehner. So grob gesagt. Abhängig vom Kurs. Ich gehe von den jetzigen Werten aus. Wenn das natürlich wieder hier nach oben geht, wenn der Kurs sich bewegt, dann bewegen sich natürlich auch die Payouts nach oben. Von dem her vielleicht jetzt ein guter Entry Point. No financial advice, aber ich werde es ja weiter für euch testen, Leute, genau, und auch weiter darüber berichten. Ich zeige euch jetzt hier am Beispiel der Animal Farm auch einfach, dass es funktioniert. Also, dass das Claimen klappt. $10,65, okay, das ist ein Betrag, dann kann man es mal versuchen. Das heißt, das ist hier der Sell-Button, den ich betätigen muss. Dann kommt eine kleine Gas-Fee hier in BNB, die ich bezahle. So gering ist die nicht. Eigentlich hätte ich noch ein bisschen warten sollen. Aber ich glaube, es war auch gerade die maximale Fee, die angezeigt wurde. Okay, ich muss mein Account noch switchen. So. Okay, das Ganze ist schon durchgeführt. Ich check das noch mal kurz. Refresh. Genau, so. Die Null steht da. Das heißt, es ist durchgeführt und wir checken jetzt über Pancake Swap. Gehen wir in die Liquidity. Und wir sehen, ich habe hier AFP, BUSD, Liquidity. AFP ist ja der PIX-Token. Das ist der zweite Contract. Vorher hieß der auch wirklich PIX, jetzt heißt der AFP seit dem Relaunch der ganzen Farm. Und ja, die $10,64 sind am Start. Das heißt, ich kann die jetzt auch hier removen, also entfernen. Ich gehe auf Max, also 100%, und entferne die ganze Liquidität über Pancake Swap. Ich signe den Contract, jetzt remove ich, so confirme. Und ihr seht, ich kriege das in dem Paar Dollar und AFP, also die Hälfte in, weil es ist ja Liquidität, die Hälfte in BUSD und die andere Hälfte in AFP-Token. So close. Wir checken das auch jetzt direkt in meiner Wallet. Wir sehen, hier sind die BUSD und jetzt scrollen wir bis zu den AFP-Token. So. Hier sind die AFP-Token. Und die swap ich mir auch direkt. Das heißt, ich wähle AFP aus. Ich brauche BNB. So. Und bekomme dann 0,02 BNB noch dafür. Okay. So. Confirm. Also das heißt, das hier ist auch nochmal ein Zehner, den wir jetzt adden, abzüglich ein bisschen Gas-Fee, vielleicht sind es 8 oder 9, weil es waren jetzt doch ein paar Transaktionen. Eigentlich hätte ich länger warten müssen, aber was soll's, das mache ich ja zu Demonstrationszwecken. Leute, einmal auf den Like-Button an dieser Stelle, einmal pushen, smash den Like-Button. So, ich habe mich jetzt doch auch dazu entschieden, euch das einfach hier am Drip BUSD Garden auch zu zeigen, dass es funktioniert. Hier, ihr seht meine $17. Ich kann jetzt planten oder sellen, also compounden oder verkaufen, reinvestieren oder Cash machen. Das sind meine beiden Optionen. 1122 Plants wären jetzt ready. Die könnte ich hier dazu pflanzen. Also der Preis, der ändert sich auch permanent. Also man hat permanent mehr Buying Power quasi. Man kriegt immer mehr Plants für sein Cash. Das ist so im Smart Contract integriert. Es gibt ja hier auch diese nette Grafik, die das zeigt, hier den Drip Garden Mechanism.
dass auch Leute, die spät einsteigen, immer noch eine nice Chance haben, hier auch etwas aus dem Contract herauszuholen. Das sind ja 3% täglich. Wie gesagt, man kann den Smart Contract beobachten. Die 3% täglich, die kommen hin, solange der Contract ungefähr die Balance hält oder steigt, dann ist es auch mehr. Das geht tatsächlich echt weiter hoch als 3%. Also ich war schon auf fast 4%. 3,3 ist auf jeden Fall auch, steht auch so im White Paper, aber es wird tatsächlich sogar noch mehr. Allerdings gibt es dann auch die Kehrseite, wenn der Smart Contract immer weniger wird, wenn die Leute den drainen, dann bekommt man auch weniger raus. Aber das ist auch so eine Selbstschutzfunktion des Contracts. So wird er nicht schnell leer gepumpt. Also, der Drip Garden läuft schon lange. Checkt meine Clips, seit wann ich hier eingestiegen bin, die YouTube-Clips. Jetzt berichte ich wieder darüber und wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder. Ich bin mir sicher, das Ding läuft noch eine Weile. So, aber not financial advice, ihr wisst Bescheid. Always do your own research. Ich wollte euch ja zeigen, wie das hier funktioniert. Ich selle jetzt meine Seeds, also hier die $17.29. So, 0,01 BNB. Gas Fee muss man auch immer mit einberechnen, natürlich, wenn man die Gewinne berechnet. Und auch deshalb lohnt sich das oft auch nicht, mit ganz kleinen Summen irgendwo einzusteigen. Mit 10, 20, 50 Euro macht es meistens gar keinen Sinn. Die Gas Fee ist dann einfach teurer als das, was man verdienen kann oder liegt gleich auf. Und deshalb lohnt sich das dann gar nicht so. Aber ihr seht jetzt hier, das ganze Ding ist wieder auf Zero. Das heißt, es hat funktioniert. Auch hier gehen wir jetzt nochmal über Pancake Swap in die Liquidität. So, und dann sehen wir, ich habe jetzt hier meine Drip BUSD Liquidität. Jetzt checken wir auch noch den Drip Faucet hier, die 7,577 Drip, die 60 USDT, die verkaufe ich jetzt. Okay. So. Also, das heißt, ich claime. Ah, okay, ihr seht, Leute, 8,5. Ich bin hier viel weiter. Ich habe aktualisiert, das war noch ein alter Browserstand. So, jetzt claime. Claime ich das Ganze, 70 US-Dollar wert. Natürlich geht dann nochmal die Sale-Tax oder Sell-Tax von ab. Die liegt, ich müsste ins White Paper schauen, aber 10% bei Deposits, wahrscheinlich auch bei den Sales. So, wir schauen gleich nach. Jetzt checken wir erstmal meine Wallet, weil ich habe euch ja vorher gesagt, das ist auch mein erster Drip Claim. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ja, genau. Hier sind die Drip Coins 7,6, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt verkaufe, dann kommt auch nochmal eine Tax dazu. Das heißt, zuerst remove ich jetzt hier meine Liquidität aus dem Drip Garden, vor den Claim, den ich vorher durchgeführt habe, genau. Die 100%, die ich da jetzt noch raushole. Ihr seht ja, das sind 1,15 Drip und 8,65 BUSD. So, die werden jetzt hier removed. So, dann gehen wir über den Trade-Button in den Swap. Wir holen den Dripcoin. Und die 8,6 Drip, die ich jetzt habe, damit gehe ich in BNB, hole mir 0,269861 BNB. So, Confirmation. Kleine Gas-Fee bezahlen. Und jetzt warten wir auf die Bestätigung. Wir beobachten, wir sehen hier meine BNB, genau 0,8143 BNB jetzt am Start. Yeah. So, dann ziehen wir mal ein kurzes Zwischenfazit. Ich habe das Spring Game Piggy Bank Drip Garden und Drip Network bisher hier im Clip zusammengefasst. Die Payouts, die hier zusammenkommen, 34 Euro aus dem Spring Game, 10 Euro aus der Piggy Bank, beziehungsweise Dollar, das sind Dollarpreise, 34 Dollar, 10 Dollar Piggy Bank, Drip Garden 17 Dollar, Drip Network auch nochmal 63 Dollar.
Das ist ein One-Time-Payout, so habe ich das hier genannt, weil das sind Beträge, die ich jetzt gesammelt habe auf ja, verschiedene Zeiten. Und um das Ganze noch ein bisschen transparent zu machen, kann man das auf die täglichen Einnahmen, hier Daily genannt, dann runterbrechen. Das heißt, im Spring Game sind es täglich 20, obwohl da der Kurs auch sehr volatil ist. Der geht up and down, zieht euch den Kurs selber rein. Das kann hier tatsächlich ständig sich auch ändern, aber jetzt, wir müssen ja einen Wert nehmen und einfach eine Momentaufnahme machen. Und so wie es jetzt gerade einfach aussieht, im Stand des Videos 20 Euro täglich mit dem Spring Game, Piggy Bank 45 Euro täglich. Natürlich sind da noch einige Time Locks dabei, aber ich muss es ja runterbrechen bzw. berechnen. Dann kommen noch aus dem Drip Garden 3 Dollar dazu und aus dem Drip Network täglich auch 8, wobei ich hier auch immer wieder compounde und auch dann wieder ausbezahle. Das heißt, der Wert schwankt natürlich auch extrem, je nachdem, wie ich mich den ganzen Monat über verhalte. Das heißt, in Summe sind wir jetzt hier beim One-Time-Payout, schauen wir uns das an, momentan bei 124 Dollar und die Summe für die täglichen Einnahmen liegt jetzt beim Zwischenstand bei 75 Dollar täglich. Und was ich euch auch auf jeden Fall noch zeigen muss, das ist hier unglaublich, der BNB-Miner, der läuft tatsächlich immer noch, seit 473 Tagen läuft der. Er schreibt es jetzt hier selbst auch, beziehungsweise die Entwickler, the longest running miner. Das ist wirklich überkrass und sogar hier hole ich immer mal wieder noch Cash raus. Ihr seht, hier haben sich wieder 0,01372 BNB jetzt angesammelt. So alle, sagen wir mal, alle zwei Tage so ungefähr. Sowas, 0,013, checken wir mal ganz kurz hier BNB. 0,013, das ist nicht viel, aber das sind 3,10 Euro und das tatsächlich 3-4 Mal die Woche, das sind 12 Euro, das, also in der Woche, wie gesagt, und das ist dann auch ungefähr nochmal ein Fuffi im Monat, den wir hier draufrechnen können. Mit dem BNB-Miner. Ich zeige euch jetzt auch, dass das funktioniert. Also erstmal ganz kurz hier meine Wallet. Da ist fast nichts mehr drin und jetzt pockete ich das Ganze. Das heißt, ich claime das also in die Wallet, bezahle eine kleine Gas-Fee dafür. Und jetzt muss ich kurz auf die Transaktion abwarten, die auf der Blockchain durchgeführt wird. Und dann sind die BNBs hier im Bereich meiner Assets. So, und jetzt, ihr seht das, hier hat sich der Betrag aktualisiert und die BNBs sind jetzt in meiner Wallet. Und wir schauen uns auch den Smart Contract an, der ist ja hier verlinkt auch auf der Seite. Also insgesamt, hier sind 11.480 BNB im Smart Contract und der Value liegt bei circa 2,7, fast 2,8 Millionen US-Dollar. Also richtig krass. Der Wert ist im Smart Contract, der ist gelockt bzw. der wird compounded, der wird aber auch abgehoben, geclaimed, also der wird auch wieder minimiert. Teilweise kann das auch sehr schnell gehen, je nachdem, wann die Leute anfangen, ihre Claims durchzuführen. Bisher war wirklich seit jetzt zwei Wochen Compounding und neue Einsteiger angesagt. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Über 11.000 BNB, das war schon mal auf 11.700. Ich bin mal gespannt, ob wir die 12.000 knacken können. Aber auch wenn wir uns die Analytics anschauen, dann sehen wir hier in der BNB Balance, dass wir tatsächlich jetzt, also wir haben jetzt hier eigentlich wieder wie ein neues All-Time-High. Ihr seht hier, das war im September 21 ging es mal hoch und hier im Oktober 2021, am 5. Oktober, war hier, da war eigentlich vom USD-Value her, war das All-Time-High, 3,1 Millionen USD, das waren damals aber nur 7.000 BNB. Das ergibt sich natürlich immer aus dem aktuellen BNB-Kurs. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir,
2,8 Millionen. Wie gesagt, ja, hier sehen wir die Zahl sogar noch aktueller. Und 11.691 BNB im Smart Contract. Also ihr seht hier auch so eine richtige Durststrecke oder halt einen Boden, der sich hier gefunden hat. Und ich hätte es nicht erwartet. Also viele Miner, die sterben dann, also die Miner Games, die sind einfach irgendwann zu Ende. Der Contract wird gedrained, der ist irgendwann leer. Aber hier, ihr seht, wir sind wieder ganz oben und jetzt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sehr, sehr nice für mich natürlich, dass ich hier immer mal wieder jetzt noch was claimen kann. Ich verlinke euch das Ding auch unten, not financial advice, aber einfach, dass ihr eure eigene Research machen könnt. Was wir auch noch mit in die Rechnung aufnehmen müssen, sind hier die Kronos Nodes. Ich habe 20 Nodes hier am Laufen. Ihr seht mittlerweile auch schon total viele Kron-Tokens akkumuliert. Momentan bin ich im Reinvestitionsmodus. Das heißt, die Pending Rewards gehen hier in die Accumulated Kron und ich auto-compounde dann in neue Nodes. Weil ich habe am Anfang eine ganze Weile geclaimed, habe mein ROI rausgeholt, habe dann schon Gewinn gemacht. Und jetzt liege ich hier natürlich auch weiter im Gewinn. Also alles, was ich hier mache, ist Gewinn. Und ihr seht, ich schalte das jetzt bald wieder um. Ich habe 20 Nodes und jetzt rechnen wir mal. Wir gehen in die Statistics. Momentan die Payout-Rate liegt pro Node bei 0,32548 Kron. Das ist zum jetzigen Kurs. Hier sehen wir die Price History, also die Preishistorie der letzten Tage. Und das liegt jetzt so aktuell bei 47 US-Dollar Cent. Jetzt gehen wir einfach mal in den Rechner und wenn ich 20 Nodes habe mal 47 Cent, dann kommen wir auf 9,40 Dollar am Tag und das jetzt mal 30 sind ja 282 Euro. Natürlich ist dieser Kurs, das ist jetzt, oder der Wert hier, das ist eine Momentaufnahme. Ihr wisst das, Krypto ist volatil. Die Kurve hier kann nach oben, nach unten gehen. Die Payout-Rate kann aufgrund des ARM-Algorithmus, der ja hier immer wieder berechnet, um das System langfristig stabil zu halten, also dieses Ökosystem der Nodes hier, deshalb kann sich einfach die Payout-Rate ändern. Das ist nur eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass ich natürlich jetzt in dem Monat vielleicht nur 240 mache oder 320. Ich werde es sehen. Aber wir rechnen jetzt einfach mit dem, was jetzt zum Zeitpunkt der Videoaufnahme da ist. Und da sieht es eben so aus. 9,40 Euro am Tag. 282. Man muss noch ein bisschen was abziehen. Tags, also Gebühr fürs Claimen. Genau, aber ihr seht es so, die Zahlen sind da und ja, der Krypto-Hustle läuft. Dann gehen wir auch noch ein paar Projekte auf der AUX-Blockchain durch. Zum Beispiel Vaporfi habe ich hier am Laufen, also meine VPND-Nodes quasi. Ich habe hier schon das Node geöffnet, mein NFT Crypto Games Node mit 15.900. Ich bin total früh damals eingestiegen. Ich war so schnell über mein ROI und habe hier eigentlich viele, viele Gewinne gemacht. Und jetzt sind schon wieder in 30 Tagen sind 5.285 VPND aufgelaufen. Wir schauen uns mal kurz an, was heißt denn das in Euro? 5.280, das sind 12 Euro. Wie gesagt, die besten Zeiten sind vorbei. Momentan sowieso die Bear Market Phase, aber ihr müsst euch überlegen, ich war hier schon drin, da war das Ding noch nicht mal auf CoinMarketCap, also das ist sehr nice gelaufen, vor allem hier in der Phase konnte ich viele Payouts machen, ich bin damals auch nur mit einem kleinen Betrag eingestiegen, aber da standen hier eben noch ganz viele Nullen und ja, dann seht ihr, das Ding war fast auf 10 Cent irgendwann. Und natürlich haben dann auch viele verkauft, haben viele Gewinne gemacht. Das Ding ist irgendwann hier nach unten gedroppt, aber wirft jetzt einfach immer noch jeden Monat 12 Euro ab. Die nehme ich natürlich auch mit auf in meine Rechnung und auch jetzt in mein One-Time-Payout. Ich mache das jetzt einfach mal, damit ihr auch seht, dass das auch noch läuft und funktioniert. So, wir wechseln jetzt hier ins Node. Eigentlich ist es schade, weil meine APR ist immer etwas geboostet, wenn ich lange nicht abhebe. Aber das macht jetzt gar nichts. So, checken wir die Transaktion auf der Blockchain, die gerade durchgeführt wird.
So, checken wir die Transaktion. So, es gab einen kleinen Bug im Contract. Jetzt habe ich gerade auch vergessen zu recorden, aber es funktioniert gerade. Ich bin gerade dabei zu swappen hier. Ihr seht es, die VPND. Ich bin auf Dex Screener hier über Box Web. Ich confirme jetzt. Und meine, ihr seht das hier im Hintergrund, meine 5234 VPND sind am Start, werden gerade geswappt gegen AWAX. Und jetzt gleich sind die hier am Start. Es geht um 10, 12 Dollar ungefähr, die jetzt hier am Start sind. Genau, also die AWAX sind hier, genau. Und außerdem auf der AWAX Blockchain meine Breweries, The Tavern, Tavern Money. Habe ich auch ausführlich darüber berichtet, schon eine ganze Weile her. Da bin ich hier eingestiegen, den ROI auch schon lange erreicht. Der Coin war mal wirklich richtig nice oben. Ich habe hier auch sehr viel Cash täglich gemacht. Mittlerweile ist das Ding natürlich unten. Also wir sehen hier die klassische Kurve, wenn nicht mehr viel in der Gamification passiert, beziehungsweise nicht mehr viele Spieler nachkommen, dann gehen die Kurse natürlich immer permanent nach unten, weil alle Spieler, die drin sind, verkaufen ihre Coins. So, das ist ganz klassisch. Ihr seht, ich bin jetzt hier mal zurückgegangen. Ach, man kann noch viel weiter rauszoomen. Das geht immer so weiter. Wenn wir uns den Coin mal ganz kurz auf CoinMarketCap anschauen, dann sehen wir, der war ja im All-Time-High schon mal auf über 9 Euro. Und das hält sich dann auch ein paar Tage. Da hat man natürlich wirklich gut Cash-Out machen können. Und mich freut es natürlich, dass das Projekt überlebt hat, dass es bis heute noch läuft. Und was auch sehr schön ist, ich habe mir ja irgendwann zwei HomeKits gegönnt. Und schaut euch das an, meine zwei HomeKits machen 14 Miet am Tag. Die 6 Brauereien machen nur noch 6 Miet am Tag. Also da hat sich das Verhältnis auch total gewandelt. Die Brauereien waren ja viel, viel teurer als die HomeKits. Zieht euch meine Clips rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Wie gesagt, ich habe über Tavern Money ausführlich berichtet. Momentan hier 6,7, also 6,70 Dollar und hier nochmal 15 Dollar. Ich claime aber nicht, weil ich habe hier noch die Claim Tax. Die reduziert sich mit der Zeit, die geht immer weiter nach unten. Wenn man dann claimt, ich glaube, nach dem ersten Claim ist die auf 50%. Also man wartet hier immer eine Zeit lang und wenn wir uns das jetzt hochrechnen, das sind hier vielleicht, ja, sagen wir 1,90, sagen wir 1,80, weil der Kurs sowieso die ganze Zeit droppt, 1,8 mal 30, also auch 54 Dollar, sagen wir 50 Dollar, weil ich natürlich noch eine geringe Tax und auch Gas-Fee bezahle beim Ausführen der Transaktionen, aber hier auch 50 Dollar im Monat, die wir quasi draufrechnen können. Außerdem haben wir auf der AWAX Blockchain noch das Splashive-Projekt. Das Splash Network ist ein Drip-Fork auf der AWAX Blockchain, 2% täglich. Der Kurs ist ein bisschen nach unten gedroppt, aber ich habe hier deposited 121,19 Splash und ja, so 2,4 sammeln sich täglich an und jetzt seht ihr hier, in ein paar Tagen haben sich schon wieder, ja, 8,74 Dollar hier angesammelt. Der Splash-Token liegt bei 43 Dollar Cent. Ich mache 2,4 davon am Tag, 2,4 mal 0,43, also täglich, das ist 1 Dollar, also 30 Dollar im Monat. Dann ziehe ich noch ein bisschen Gas-Fee ab und habe ja 25 Dollar im Monat, aber die nehme ich natürlich auch mit und ja, das rechnen wir natürlich auch drauf. Hier sehen wir mal, also der Kurs, der hatte sich auch sehr nice entwickelt am Anfang. Wie gesagt, hier im Tab bekomme ich das Ganze und jetzt hier für das One-Time-Payout quasi 8,74 und im Monat, ja, 30 Dollar, die auch noch oben drauf kommen. Also ihr seht überall ein paar Kleinigkeiten und so summiert sich das natürlich. Und ich zeige euch auch, dass hier funktioniert. Es gibt hier den Recompound-Button. Das ist wie das Hydraten im Drip-Network oder Claimen. Das heißt, den Betrag in die Wallet claimen. Und ich hole mir jetzt die 20 Splash für 8,74 Dollar. Hole ich mir hier auch in die Wallet. So.
führen wir die Transaktion durch. Auch meine MetaMask will sich hier mit anderen Blockchains verbinden, weil ich habe so viele Tabs im Hintergrund offen. Aber hier läuft der Claim, ist jetzt durchgeführt und jetzt checke ich das Ganze noch und trade hier über den Dex-Screener, über BoxSwap in AVAX. Genau, ich trade einfach in AVAX, dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr für Gas-Fees und Future-Investments. So, auch das wird durchgeführt. Ja, und ihr seht ja, für 18 Splash bekomme ich 0,39 AVAX oder AWAX, wie ich immer gerne sage. Und jetzt warten wir kurz ab und dann seht ihr gleich, wird der Betrag hier drauf gebucht. Genau, ist jetzt angekommen in der Wallet. Alles klar, habt ihr das auch gesehen? Splashive. Außerdem zeige ich euch noch hier einen Hidden Gem, EMP Money. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich reiße das jetzt nur kurz an. Ich werde darüber einen ausführlichen weiteren Clip machen. Ich verlinke euch das auch unten in der Description, wie alles andere auch. Alles ist unten verlinkt. Falls ihr bei EMP Money einsteigen wollt, ich packe euch einen Referral-Link rein. Das wäre nice, wenn ihr über den Referral-Link geht. Wie gesagt, ich werde einen ausführlichen Clip dazu machen. Jetzt switche ich erstmal kurz auf die Binance Smart Chain. Das Ganze läuft nämlich auf Binance, so Smart Chain aktiviert. Und ihr seht hier, es gibt verschiedene Bereiche. Ich bin momentan nur im Detonator investiert. Hier bin ich auch im Detonator. Ihr seht, ich habe hier einen Amount von $842 investiert. Mache täglich $4,11 haben sich hier angesammelt. Man kann die claimen oder compounden. Es gibt hier einen Timer. 2 Stunden 41 Minuten noch. Das ist jeweils nachts um 2 Uhr unserer Zeit. Also 12 am UTC. Warum gibt es den Timer? Man muss nämlich claimen, die Rewards werden resettet. Werden die nicht geclaimed, gehen die in den Smart Contract. Das ist übrigens ziemlich nice, also der Smart Contract hier, das ist alles so nice. Ich mache, wie gesagt, hier einen ausführlichen Clip darüber. Ich bin sowas von überzeugt von diesem Projekt. Not financial advice, aber ich bin so überzeugt. Ich werde hier mein Investment weiter ausbauen. $842 ist erst der Anfang, weil das ist so nice. Es gibt 1% täglich. Also bis 1%, meistens liegt es so, ihr könnt es hier ja runterrechnen, 842 und 453, also es ist immer zwischen 0,5 und 1%, diese tägliche Rate. Beim Compounden kriegt man nochmal quasi 20% Savings, beim Claimen gibt es eine Claim Tax, steht alles im White Paper. Ich mache einen ausführlichen Clip darüber, aber ich sage euch kurz, was hier noch so super interessant ist. Hier gibt es noch eine Lottery, das heißt die größten Investments, also auch was hier Total Value Locked ist, also was hier deposited wurde, 13,7 Millionen US-Dollar. Und der tägliche Deposit Price hier heute wieder bei 30.850. Es gibt einmal für denjenigen, der das höchste Deposit macht, aber das liegt teilweise echt bei zwischen 5.000 und $100.000. Also es gibt Leute, da gibt es richtige, also ich sag mal Kryptofirmen, die unterstützen dieses Projekt, die investieren $100.000, die holen sich dann noch hier den Total Price Pot für das größte Investment. Das ist jeden Tag diese Lottery. Außerdem gibt es einen Zufallsgewinner, man kann sich hier Tickets kaufen, das zeige ich euch jetzt auch. Momentan ein Ticketpreis ist immer abhängig vom Kurs. Und der Kurs, das ist ein ETH-Pack. Das ist so krass nice, dieses Projekt. Bleibt dran, Leute, ich erkläre euch, wie das geht. Es läuft alles auf der Binance Smart Chain. Deshalb ETH-Pack, also Ethereum, aber auf der Binance Smart Chain und deshalb günstig von den Gas-Fees her. Wie gesagt, Lottery Price, man bekommt hier für sein Investment, also wenn man hier was reinloggt, es geht über diesen Zap-In-Button und über Deposit, dann bekommt man für jeweils den Wert von 5,55 ein Ticket. Man kann maximal 50 Tickets kaufen über Deposit und außerdem auch über die Compound-Funktion kann man auch nochmal 50 Tickets, das heißt täglich maximal 100 für diese Lotterie.
Mein großes Ziel wäre natürlich hier, einmal den Lottery-Preis abzustauben. Über das große Deposit gehe ich gar nicht. Es gibt viele Leute, die snipen, die beobachten den Smart Contract, checken ganz genau, wer hat wann wie viel depositet und die halten dann ihr Cash zurück. Und kurz vor UTC, wenn die dann den Betrag haben, gehen die rein und sichern sich den Jackpot hier. Dann gibt es jeden Tag, wie gesagt, 30.000 hier oben, 30.000 hier unten, weil momentan es fließt so viel Cash hier rein. In EMP Money fließt so viel Cash rein. Hier der Detonator, wenn ich hier reinseppe, ich gehe hier über BNB rein, ich mache das gleich, ich zeige euch das. Ich gehe hier rein und deposite EMP ETH LP, also Liquidität. EMP und ETH. Ihr seht hier oben die Coins. Der EMP Coin, eShares ist der Reward Coin der ganzen Plattform, weil es gibt hier auch Farms. ETH Preis hier angegeben und der Binance Smart Chain Coin Preis. Das ist hier angegeben. Das sind die Coins, das sind die Grundlage hier von dem ganzen Projekt. Wie gesagt, ich bin nur im Detonator momentan. Nur im Detonator. Das Ding liefert so viel mehr und es ist so durchdacht. Das ist DeFi on another level. Wie gesagt, ich mache einen ausführlichen Clip. Ich kann mich kaum zurückhalten. Ihr merkt es schon. Ich will euch jetzt eigentlich nur zeigen, einmal, dass wir hier den Betrag draufrechnen, die 4,53 Euro täglich. Wir können das natürlich auch monatlich hochrechnen. Wenn wir jetzt 4,53 nehmen, wir machen es wieder hier mit dem Rechner, halt, wir brauchen mal, so, dann haben wir auch hier 135 jetzt im Monat und ich bin gerade erst am Anfang. Ich bin erst am Anfang hier, dieses Projekt, ich glaube, das wird lange laufen. Und wenn der nächste Bullrun kommt, Leute, das zeige ich euch jetzt, das Ding ist ein ETH-Pack. 27 Cent, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier auf den Home-Bereich und ihr seht, hier ist der Pack, momentan sind wir Underpack. Das läuft nämlich so, 4000 zu 1 Ratio. So ergibt sich hier der Preis für EMP. EMP ist hier der Coin, die Grundlage. Und wenn wir auf 1,0 Pack sind, das ist hier das große Ziel, also der ganzen Community, hier steckt eine ganze Community dahinter. Momentan verkaufen zu viele Leute EMP. Das ist ein Problem. Zu viele Leute verkaufen EMP und deshalb geht der Pack nach unten. Wenn wir auf 1,0 und drüber sind im Pack, dann geht über den Boardroom, dann printet der Boardroom Money. Der printet dann mit 1121 APR. Man geht hier rein mit eShares, man approved hier eShares, also hier den Coin für 411 und dann staked man den quasi hier. Aber der Boardroom ist inaktiv, solange wir Underpack sind. Der geht nur hoch, wenn wir Overpack sind. So kurz gesagt, genau. Es gibt die Farms, es gibt Stakes. Leute, dieses Projekt ist überkrass. Es gibt Nodes, die aber auf EMP zurückgreifen. Die schütten EMP aus, die schon im System zirkulieren. Das ist so durchdacht, Leute. Ihr müsst das White Paper checken. Ich mache einen ausführlichen Clip noch darüber. Ich kann es kaum erwarten. Wie gesagt, Nodes, Boardroom, Bonding. Es gibt Autowalls, das White Paper. Hier oben verlinkt. Und ich zeige euch jetzt einfach den Detonator, wie es funktioniert. Weil sonst wird dieser Clip hier zu lange. Ich bringe euch den einzelnen EMP Clip noch. Wartet ab, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst doch nicht zu liken, Leute, ihr seht, was ich hier mir wieder für eine Mühe gebe. Alles für euch als Zusammenfassung hier in einem Clip. Und ich compounde jetzt zuerst mal hier, dass ihr seht, also so Compounding, ist jetzt egal, ich verschenke auch die Zeit hier, weil das Krasse ist, nach 18 Stunden hat man schon, ja, 80% ungefähr. Da gibt es auch eine Tabelle, auch im White Paper. Da sehen wir genau, wie viel wann kommt. Also es macht auch nichts aus, wenn man jeden Tag von mir aus 11, 12 Uhr abends, nachts quasi claimt und dann vielleicht 2 Stunden verschenkt bis 12 UTC, weil man schon hier nach deutscher Zeit irgendwie schlafen gehen möchte oder so. Kein Problem, weil die Rewards, also der Max Payout, der sammelt sich weiter an. Maximal 365%, 1% täglich durch Compounden erhöht man das Ganze. Genau, so. Jetzt, also ich compounde jetzt erstmal.
Das heißt, ich reinvestiere hier und der Amount, den ich hier gleich, mit dem ich reingehe, der wird hier geaddet. So. Also, erstmal, wie gesagt, Compounding, das läuft jetzt gerade. Wir beobachten die Transaktion in der MetaMask. So, jetzt ist das Ding durch und ihr seht hier genau, der Betrag hat sich aktualisiert. Der Betrag hat sich aktualisiert. Hier oben die Rewards sind auch auf 0. Wie gesagt, mein Daily Burst, also das sind meine Daily Rewards, beträgt momentan 4,56. Und jetzt gehe ich noch weiter rein. Also ich reinvestiere noch mehr. Ich verlinke euch auch unten meinen Referral-Link. Ich zappe jetzt rein und gehe hier mit 0,53 BNB gehe ich rein. Genau. So, ich check noch mal ganz kurz den EMP Kurs ganz genau hier auf Deck Screener, einfach dass ich noch mal sehe, wie ich genau einsteige. Ah, hier war ein krasser Buy um 21:30 Uhr. Jetzt gerade beim Recording hier 23:15 Uhr. Aber okay, das ist eigentlich okay. Und ihr seht auch, was ich euch mal kurz noch zeige. Moment, ich gehe auf CoinMarketCap, Leute. Ich gehe auf CoinMarketCap. EMP. EMP Money. Weil das Ganze ja ein ETH-Pack ist. Damit ihr wisst, was das heißt. ETH-Pack. Also wenn... Wenn ETH nach oben geht, geht der EMP-Kurs nach oben. Der ist algorithmisch gepackt, geknüpft an ETH. Lest es euch im White Paper durch. Ich mache einen ausführlichen Clip, erkläre euch das nochmal ausführlich. Aber wir befinden uns gerade im Bear Market. Was meint ihr, was hier abgeht in einem Bull Market? Stellt euch mal vor, Ethereum auf 4000. Dann, wie gesagt, jetzt gerade ist Ethereum bei 1200. Wenn es auf 4,8 geht, wäre es ein 4x, dann macht der EMP hier auch ein 4x. Natürlich gibt es da immer leichte Schwankungen, aber im Groben macht es ein 4x, dieses Ding. Und das heißt, auch mein Cash hier drin, diese 8,900 machen dann 4x, wenn es so weit kommt, also wenn Ethereum so weit hochgeht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich rechne damit irgendwann. Nach dem Merge im nächsten Bullrun hat Ethereum irgendwann ein neues All-Time-High, dieses Projekt überlebt noch und dann mache ich hier, dann steht hier eine ganz andere Zahl. Dann mache ich wieder ein Video, Leute, dann zeige ich euch, was ich hier auscache. So, aber jetzt gehe ich hier rein mit 0,53, ich zap in, so, zap in, zack. Die Gas-Fee, die hier angegeben wird, ist auch immer nur der Maximalbetrag, ich habe das schon gecheckt. Wird nicht immer so hoch sein, also es waren ja gerade 0,0075 oder so. So hoch wird es nicht gehen, so unapproved, jetzt geht es nämlich noch weiter. Der zweite Schritt, ich muss jetzt das Deposit, also das wird hier automatisch durchgezogen, ich muss es nur noch approven. Also Zap-In und Deposit wird jetzt durchgeführt, ihr seht ja hier das Deposit und hier das Zap-In ist schon bestätigt, ist schon durch. Das Deposit läuft und die 0,53 BNB werden hier investiert. Achtet hier auf den Betrag, hier stehen 847 US-Dollar. Und jetzt, genau, jetzt kommt das Ganze an. Jetzt bin ich auf 973. Und jetzt gehen wir auch hier in die Lottery. Und ich habe jetzt nämlich 22 Tickets auch gerade gekauft. Ihr seht das, sehr nice. 22 Tickets, das heißt, ich bin jetzt auch hier in der Lottery, im Lotto-Spiel dabei und in 2 Stunden 30 Minuten findet quasi die Ziehung statt. Man sieht hier auch jeweils, ihr seht das, Yesterday's Winners. Hier sind die Wallet-Adressen, die werden dann jeden Tag angegeben. Hier ist beschrieben, wie das Ganze abläuft. Mit Daily Largest Depositor habe ich euch erklärt und den Daily Random Lottery Gewinner. Wie gesagt, hier durch das Zap-In habe ich jetzt EMP ETH, also EMP Coin und ETH gepairte Liquidity. Hier oben die Preise EMP und ETH habe ich hier reingezappt, gelockt. Die sind jetzt hier gelockt und das ist fest, das bekomme ich nicht mehr raus. Ich kann nur mein Daily Burst
compounden oder claimen. Aber das ist für mich ein Long-Term-Invest. Ihr werdet sehen, wenn Ethereum wieder abgeht, irgendwann, damit rechne ich, dann geht hier der Betrag auch ab und mein Daily Burst genauso nach oben. Und dann, wie gesagt, dann mache ich wieder ein Video für euch, Leute. Dann zeige ich euch, was hier abgeht in EMP, weil der Detonator ist nur die eine Facette. Man muss hier idealerweise, um dieses Ökosystem zu unterstützen, alles nutzen. Das gibt so viele nice Funktionen hier. Auch die Farms, wenn ihr euch die anschaut, wenn ihr da reingeht, die APRs. Die APYs, die sind so nice. Wie gesagt, ich mache noch einen anderen Clip. Hier auch Million Dollar Baby Plus. Ganz neu. Million Dollar Stablecoin quasi mit eShare gepaired. Ganz neu die Farm. Ich zeige jetzt nicht mehr. Ich wollte nur auf den Detonator eingehen. Aber dazu dann an anderer Stelle nochmal mehr in meinem Channel, Leute. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren. Ich finde es jetzt nice. Hier läuft jetzt mein Daily Burst mit 5,23. Das war jetzt noch die etwas längere Vorstellung zu EMP. Ich bringe nochmal einen Clip, aber das Projekt hat es einfach verdient. Das ist richtig nice. Auch die Entwickler, das Team, die Community, alles was dahinter steht, schon gecheckt. Ich bin wirklich überzeugt. Deshalb auch so lange hier über EMP Money. So Leute, und jetzt zum Abschluss noch die Tabelle. Hier alles übersichtlich nochmal dargestellt. Ich habe jetzt hier teilweise ja ein One-Time-Payout gemacht, kann man sagen, weil ich habe jetzt einfach ein bisschen was geclaimed. Und darum geht es mir jetzt aber eigentlich gar nicht. Wir schauen uns kurz hier die Summe an. Da sehen wir, das waren 145 Dollar in verschiedenen Währungen. Teilweise habe ich reinvestiert schon wieder oder es liegt jetzt in irgendeiner Wallet. Das ist gar nicht so wichtig. Das war das Spring Game, die Piggy Bank, Trip Garden und so weiter. Ihr seht, das ist alles hier nochmal jetzt aufgelistet, schön übersichtlich. Und ja, so schauen wir uns das jetzt einfach an. Die Dinge, die hier... Ich habe alles erwähnt vom Spring Game bis zu EMP Money. Was nicht im Video ist, ist, ich habe noch Staking am Laufen über Biswap, auch über Matt Mercard Finance auf der Kronos Blockchain. Verlinke ich euch auch unten in der Description. Checkt unbedingt die Links. Und Staking, wie gesagt, damit kommt nochmal 4 Dollar ungefähr täglich rüber, auch in verschiedenen Währungen, auf verschiedenen Chains, aber das gibt auch monatlich ungefähr 120 Dollar. Dann, ich mache nochmal einzelne Clips darüber, kommt auch, abonniert den Channel, Leute, wartet ab, kommt nochmal über Staking. Ich habe über Biswap Staking, habe ich bereits was gemacht, genau. Dann noch weitere Gaming-Projekte, auch neue Projekte, über die ich bald weitere Clips hier bringe. Auch nochmal circa einen 5er momentan täglich, macht monatlich auch 150. Polar Notes, Emerald Notes, Angel Notes sind alles so alte Note-Projekte, die mal gut gelaufen sind. Emerald Notes eigentlich nicht, die liefen scheiße, sage ich ehrlich. Kein ROI erreicht, läuft nicht gut. Ihr seht auch, hier kommt fast nichts mehr rum, 15 Cent am Tag, 4,5 im Monat, Dollar, ja, was soll man sagen, 4,500 habe ich investiert, vielleicht 100 oder so raus, also es gibt auch Projekte, die laufen einfach nicht gut. Angel Notes, ja, auch auf der Binance Smart Chain, waren okay, aber jetzt auch nicht so der Bringer, fehlt noch ein bisschen was zum ROI, da komme ich vielleicht gerade so hin, damit da habe ich eigentlich keine großen Gewinne gemacht. Polar Notes, die liefen richtig nice. Richtig, richtig nice. Insgesamt viele Gewinne gemacht. Momentan kommt aber nicht mehr viel rum. 9 Dollar am Tag. Und ja, wir sehen jetzt hier die Summe. Wenn ich das Ganze mal, also hier für täglich und monatlich jetzt auch nochmal ausrechne, die Summe, dann sehen wir hier täglich über 100 Dollar monatlich 2900. Das sind richtig nice Zahlen. Wir müssen allerdings auch jetzt fairerweise sagen, wie gesagt, in der Piggy Bank, das ist ja hier der größte Batzen quasi. Da steckt einiges noch im Timelock. Der Kurs hat sich eigentlich nur nach unten entwickelt. Ich war ja hier auch wirklich gut investiert. Das sind über 2000 Dollar, die ich insgesamt in der Piggy Bank drin habe. Dann muss ich auch fairerweise sagen, die Tabelle, die muss ja eigentlich meine Investments auch noch enthalten.
Check die einzelnen Clips, ich zeige das eigentlich überall. Da sieht man teilweise, wie viel ich investiere. Außerdem habe ich fast überall auch meinen ROI schon erreicht. Das ist ja das Ding. Obwohl zum Beispiel bei der Piggybank bin ich auch noch weit weg. Da geht es ja jetzt irgendwann erst richtig los, wenn die Timelocks vorbei sind. Ich hoffe, dass sich der Kurs nach oben entwickelt, wenn die Farms offen sind, wenn die Animal Farm aufgemacht wird und so weiter. BNB Miner, da habe ich 5, 6x schon gemacht. Das Ding ist sowas von über ROI. Also dann hatte ich vor den Kronos Notes ja schon die Kronotes am Laufen, auch über krass ROI erreicht. Hier ja auch. Also es ist überall so ein bisschen unterschiedlich. Die Zahlen sind natürlich auch total variabel, so volatil wie die Kryptokurse einfach sind. Und deswegen kann das, heute sieht die Tabelle so aus, nächste Woche sieht die vielleicht schon wieder ganz anders aus. Aber ich muss ja eine Momentaufnahme machen und das ist die Momentaufnahme. Und ihr seht täglich in diesem Moment $105 am Tag, also ja, daily, täglich und monatlich. 2900, Leute, richtig nice. Also, das war jetzt das sehr lange Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Einblicke gewinnen. Ich freue mich über einen Smash auf den Like-Button. Leute, ich wünsche euch was. Haut rein.